Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Online Football Academy. Wir haben heute den Online Football Academy Talk Nummer 34 und es ist heute wieder international bei uns. Und zwar haben wir einen wirklich, ja, ein besonderes Highlight, möchte ich sagen. Und zwar den Thomas Grönemark, der Einwurftrainer, der aktuell beim FC Liverpool tätig ist. Und ja, auch schon einige andere Top-Vereine servisiert hat, sage ich jetzt einmal. Ja, dann noch der Hinweis auf morgen, da sind wir auch wieder ab 19 Uhr online und zwar mit Andreas Schiener, der ja bei der Austria gespielt hat, beim FC Tirol, bei LASK, bei Admira Wacker. Also er war im Profifußball sehr lange tätig und ja, ist jetzt auch Teamentwickler, Mentalcoach, Unternehmensberater und Betriebswirt, Coach, Dozent, also auch ein sehr, sehr interessanter Mann. Ja, morgen 19 Uhr, sei dabei. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann drück bitte auf Gefällt mir und teile auch unsere Beiträge ganz, ganz fleißig. Ja, dann gibt es noch zu sagen, wenn es Fragen gibt an den Thomas, dann bitte hinein in die Kommentare damit. Wir werden die natürlich so schnell wie möglich, ja, weitergeben und beantworten lassen. Ja, ich sehe, es sind auch schon einige Zuschauer mit dabei. Ich sehe zum Beispiel den Wolfgang Reisner, der schreibt: Schönen Mittwochabend. Der Sandro Tabirka vom rumänischen Fußballverband ist auch wieder mit dabei und da Heinrich Steiner. Ja, dann gebe ich einmal zu dir ab, Christian. Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Amstetten. Ja, Leute, Weltrekordhalter ist heute bei uns. Er hat einen Weltrekord im Out-Weiteinwurf mit 51,33 Meter aufgestellt. Er war selbst Fußballspieler, er war in der Leichtathletik, er war im dänischen Bob-Team sogar tätig als Anschieber. Ist jetzt derzeit für den FC Liverpool als Einwurfcoach tätig, für Ajax Amsterdam, für den AC Gent, für Atlanta in der MLS und für Midtjylland. Und es freut uns sehr, euch hier Thomas Grönemark vorstellen zu dürfen, den Einwurfcoach des FC Liverpool. Herzlich willkommen, Thomas. Es ist uns eine große Ehre, dass du heute bei uns bist. Danke sehr, Christian und Mika. Ja, wir werden heute in der Sendung auch noch deinen Weltrekordversuch mit 51,33 Meter, den werden wir uns ansehen. Da haben wir das Video vorbereitet. Außerdem wirst du uns heute auch die richtige Technik mit der Hand am Ball kurz vorführen. Und dann werden wir natürlich alles von dir erfahren, wie es in Liverpool abgeht und ja, wie deine Tätigkeit als Einwurfcoach ausschaut. Und ja, und wir werden einige Tipps und Tricks von dir erfahren. Und da freuen wir uns schon. Es ist eine Premiere eigentlich in Österreich. Du hast noch kein einziges Interview mit einem österreichischen Medium. Du bist überall, also New York Times, du bist Sportbild in Deutschland, du hast die englischen Medien alle durch, aber noch kein österreichisches Medium hat mit dir je ein Interview geführt. Und wir dürfen heute die Ersten sein, das freut uns. Aber wieso hast du diesen Bezug zu Österreich noch nicht so? Ja, wie zu Deutschland oder zu England zum Beispiel. Ja, ich habe ja erstes Mal hier in Österreich und ich bin sehr stolz. Ich habe nur auf die Besten gewartet hier. So, das ist der Grund. Nein, es ist nur ein Zufall, weil ja, als du gesagt habe, ich bin ja die letzten nur 3 Wochen oder so habe ich so 25 Interviews gegeben und das ist alles wie USA und Deutschland und England und Nepal und Türkei und Brasilien, alles so. Aber Entschuldigung, Österreich, das ist auch ein sehr wichtiges Land für mir, weil ich habe sehr viel Bobsled gefahren in Igelsdo bei Innsbruck und ja, ich habe auch ein
ein Spieler heißt Sargon Duhan. Er ist momentan Assistenztrainer bei Austria Wien. Und er war bei mir in 2014 und er hat angefangen mit einem Einwurf von ungefähr 25 Meter. Und dann hat er in der ersten Training so 34 gegangen und dann hat er nachher mit unserer Training so 40 Meter gegangen, so 15 Meter verbessert. So, ich kenne einige Leute von Österreich und ich habe auch vieles Mal Sport gemacht. So Österreich ist ein schönes Land und ich bin nur stolz, dass ich hier heute mitwerben kann. Ja, und uns freut es natürlich, dass du heute da bist. Ich möchte gleich auch noch ein paar Leute im Chat begrüßen. Der Nico Dirnberger aus Adacker, einem Landesligaverein, der sieht uns zu. Herzlich willkommen, Nico. Es ist dabei der Sini Sobic, es ist der René Hasslinger dabei, es ist der Ivan Boskovic dabei, die Maria Wolf ist dabei. Ja, da muss man dazu sagen, dank der Maria dürfen wir heute dieses Interview mit dir führen, weil sie hat uns auf die Fährte gebracht sozusagen. Danke Maria nochmal und schöne Grüße. Die Heidemarie Fiedler sieht uns wieder zu, das freut mich. Ja, wir sind heute mit dem Thomas Grönemark vom FC Liverpool im Gespräch. Und natürlich ist genauso wie in Österreich auch in England so, dass der Fußball derzeit leider steht. Die Frage an dich, wie geht's da in dieser Zeit? Hast du ein bisschen ausspannen können, dich ein bisschen relaxen können? Geht es dir gesundheitlich gut? Passt alles bei dir? Ja, alles passt. Ja, ich habe meine Familie hier in Dänemark und es ist ganz ruhig. Ich denke, es ist ein bisschen wie Österreich, dass wir sind sehr gut unter der Corona-Kurve. So hier in Dänemark, da momentan ist die kleine Kinder, sie sind jetzt in Schule und ich denke so in ein oder zwei Wochen, dann kommt die große Kinder und so alles ist ja natürlich sehr bewirkt von der Corona-Krise, aber wir öffnen so langsam in Dänemark und dann mit meinem Geschäft hier als Einwurftrainer. Natürlich mache ich keine Teamtraining momentan, aber ich schreibe auch mein Einwurfbuch, das ich in der Zukunft publizieren und ich habe auch eine ganz neue Einwurf-Webseite gemacht. Da habe ich auch viele Zeit gebraucht und dann trainiere ich auch Einzelspielen online. So die Einzelspielen, sie schicken mir ein Video und dann schicke ich ein Video zurück oder ich spreche mit sie auf Skype oder so. So, ich mache auch ganz viel in der Corona-Zeit, aber natürlich, ich freue mich auf der normale Fußball, weil ich liebe Teams zu trainieren. So. Aber es geht ganz gut hier in Dänemark. Mhm. Ganz aktuell fällt mir dazu ein, die englische Liga möchte gerne nach Australien sozusagen übersiedeln, um die Meisterschaft fertig zu spielen. Hast du davon auch schon gehört? Ja, das habe ich gehört, aber ich muss auch sagen, dass ich jeden Tag sehr viele verschiedene Dinge höre. So manchmal ist es schwer zu sagen, was passiert, aber ich warte nur, ich sehe nur, was passiert und natürlich hoffe ich mir für eine Meisterschaft für Liverpool, weil wir sind 25 Punkte vorne nach Manchester City, so. Ja, aber natürlich hoffe ich, dass wir die letzten spielen kann. So, aber lass uns sehen, was passiert in der Zukunft. Mhm. Gut, ja, bevor wir auf deinen Werdegang eingehen, wollen wir uns gerne mal deinen Weltrekordversuch anschauen, damit die Leute, die jetzt im Chat sind, einmal sehen, wie du auf diesen Berufsstand Einwurfcoach gekommen bist. Du hast einmal den Weltrekord, den zeigen wir jetzt kurz einmal. Michael, bitte. Kommt gleich das Video. Michael? Lass uns sehen. So, jetzt müsste es sein. Jawohl, jetzt kommt es. Ja, hier ist es. Mit Flick Flack
Ja. Sensationell. Und hier war er über der Weltrekordmarke. Fantastisch. 51,33 Meter. Wir zeigen das dann gerne nachher noch einmal, Ja. damit auch die später dazugeschalteten wissen. Ja, Out-Einwurf. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl uns einmal kurz ein bisschen über deinen Werdegang, wie du dazu gekommen bist, Einwurfcoach zu werden. Ja, es hat angefangen ja, so vor 35 Jahren oder so in der Mitte 80er, weil ich habe meine große Cousins gesehen. Sie haben so sehr weit Einwürfen machen können, und da habe ich mich auch als Teenager geübt, und da habe ich so einen sehr guten Einwurf da. Aber ich bekam keine, ich war keine Profispieler, weil meine Technik war nicht gut genug. Aber ich habe weitergegangen zur Leichtathletik, auf der dänischen Nationalmannschaft in Leichtathletik, auch mehrmals dänische Meister und auch Europameister in 2000 in 4x400 Meter Staffel in Paris mit meinem Clubverein, August 1900, der letzte Runde gelaufen. Aber in 2002 habe ich so eine kleine Stadt in Dänemark so geblogen da. So. Und dann habe ich alleine trainiert. So, ich habe gedacht, ich muss eine neue Sportart finden. Und dann habe ich der Bobsledde-Sportart gefunden, und ich kam auf die dänische Nationalmannschaft in der Bobsledde-Sport. Ich habe von 2002 bis 2006 durch den ganzen Welt gereist mit der Bobsledde-Mannschaft, ganz Europa und auch Kanada und USA und so. Und es war in der Mitte von diesem Bobsledde-Zeit in 2004, da habe ich gedacht, wenn ich selbst so einen guten Einwurf machen kann, kann ich da nicht auch die Spieler lernen. So, ich habe sofort, wenn ich zurückkam von diesen Bobsledde-Tour, da habe ich zu meiner lokalen Bibliothek gegangen, und ich habe gedacht, ich muss diesen Einwurfbuch suchen. Aber es war keine Einwurfbücher, und da habe ich auch auf der Internet gesucht, aber keine seriöse. So, ich habe so in einer 6 Monate Periode so einen Einwurfkurs gemacht, so mit Videoanalyse und alles. Und ja, in der Herbst 2004, da könnte ich ja mit einem Nachwuchsteam oder Amateurteam angefangen, aber ich habe mir Mut so genommen, und dann habe ich einen lokalen Superliga-Verein in Dänemark, Viborg, gefragt, und sie haben ja gesagt. Sie haben sehr viele Touren auf Einwurf gemacht. Sie haben sich auch viel verbessert. Und ja, und dann der nächste Jahr, der Saison nachher, der 2005-06-Saison, da habe ich FC Midtjylland trainiert in Dänemark, eine bessere Mannschaft in Dänemark. Und dann seit ja, 2004-05-Saison, da habe ich jede Saison ja, einzige Teams trainiert. Und dann natürlich hat es total explodiert in Anfang Juli 2018, wo Jürgen Klopp zu mir direkt angerufen. So ja, das ist mein Weg zu meinem Job als Einwurftrainer. Zu Jürgen Klopp und Liverpool kommen wir dann noch. Jetzt ist ja der Out-Einwurf, sagen wir, da geht es ja jetzt nicht nur ums weite Out-Einwerfen, sondern auch ums richtige Einwerfen und nicht nur ums richtige Einwerfen, sondern auch um das kluge Einwerfen und damit auch der, wir kennen ja alle die Aussagen im Amateurbereich, ich war selber auch Trainer und man hat immer gesagt, oh, jeder Out-Einwurf ist beim Gegner und können wir gleich herschenken, soll gleich der Gegner. Das hört man aber so von vielen Mannschaften, auch von Trainern, von Spielern, von Zuschauern und so weiter. Ist das ein Phänomen oder warum ist das so im Amateurbereich? Oh, es ist nicht nur so im Amateurbereich, es ist so auch so in der professionellen Bereich und natürlich auch Jugendbereich. Es ist auch so in Champions League, Premier League, Bundesliga auch und alle Ländern. Und der Grund ist da, weil wir erwarten, dass Fußballspieler, sie sind ja gute Einwerfer und sie können die richtige Laufbahn und so machen, aber trainieren sie es in der Profibereich? Nein. Dann frage ich die Akademietrainer, so Nachwuchs, trainieren in diesem Einwurfding in der
der Akademie, dann sagen sie, nein, die trainieren es nicht, aber sie sind so schlecht, die Spieler. Und dann frage ich die, die so Nachwuchs- oder Kindertrainer, trainieren sie Einwürfen? Nein, das tun wir nicht. So, so, es ist einfach ein bisschen merkwürdig, weil man erwartet, dass, dass die, die Spieler, sie, sie können gut Einwürfen machen, aber sie haben es nicht trainiert. Aber in, lass uns sagen, der, der, ein ganz normaler Pass mit den Füßen an der, der Mitte von dem Spiel, Spielfeld, so lass uns sagen 5 oder 10 Meter, mit diesem hier haben wir angefangen als, als 3-, 4- oder 5- oder 6-Jährige. So auch, natürlich ist es auch sehr, sehr schwer, ein großer Herausforderung mit einem Einwurf als in der Amateurbereich. Und du hast gesagt, es ist einfach besser, einen falschen Einwurf zu machen, so die Gegner hat der Einwurf. Und das ist einfach richtig, weil auch im Profibereich die meisten Vereine, wenn sie so einen Einwurf unter Druck hast, wie alles, wo alle Spieler abgedeckt ist, dann, dann haben die meisten Vereine ein Possession von unter 50%. Und dann ist es richtig mathematisch, dann ist es fast besser, die, 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 dass die Gegner die, die Einwurf hast. So, das ist der Grund, weil ich in der Anfang meiner Einwurftrainerkarriere, die erste so 3-4 Jahre, da habe ich nur auf die beiden Einwürfe fokussiert. Aber einen Tag so in 2008, da habe ich so ja, nur die beiden Einwürfe analysiert in einem Spiel. Und dann habe ich gesehen, ein, so ein Einwurf in der Mitte von dem Spielfeld, da hat mein Team der Ball verloren. Dann habe ich gedacht, das war schlecht. Und dann der nächste, das war auch schlecht. Und dann der nächste auch verloren. Und dann habe ich gedacht, ich habe nur gedacht, es war so im Amateurbereich oder Jugendbereich. Und da habe ich angefangen, so alle Spiele zu analysieren, nicht nur in Dänemark, aber auch in Europa, in der Fernsehen. Und ich habe gesehen, dass, dass die meisten Spieler hat der Ball verloren beim Einwurf unter Druck. So, so, so da habe ich meine, meine Einwurfphilosophie gemacht. Ich nenne es der, der, der beide, der schnelle und der kluge Einwurf. So, so, so das ist meine Grundphilosophie. Der, der große Herausforderung für mich war in die erste, wie, wie 12, 14 Jahre von meiner Einwurftrainerkarriere, da, da wollen sie alle nur die beide Einwurf haben, so meine Wissen über die beide Einwürfe. Und das kann, das, das kann auch ein großes Success werden, zum Beispiel in FC Midtjylland. Nicht diesen Saison, aber die 4 letzten Saison, da haben FC Midtjylland 35 Toren gemacht nach, ein, nach beide Einwürfen. Und zum Beispiel eine Saison in Horsens, ein Superliga-Verein von Dänemark, da haben sie 10 Toren gemacht nach beide Einwürfen mit meinen Trainern. So, natürlich kannst du das machen, aber da, da du kannst ja, normalerweise nur diesen beiden Einwürfen nützen, effektiv, wenn du so auch so eine physische Mannschaft hast mit großen Spielern und so, aber die alle die anderen Vereine und Teams so, lass uns sagen, 80%, dann ist es, da ist es viel wichtiger mit die, die beiden kluger, die schnelle Einwürfen, so Einwürfen über die ganzen Spielfeld, weil zum Beispiel in Liverpool oder Ajax, da machen wir keine weiten Einwürfen zu den Gegners Tor, so das ist die, das ist mehr über Possession zu haben, nach Einwürfen unter Druck, aber auch Chancen zu kreieren und auch Toren zu machen, so nach Einwurfsituationen, so ja, so das ist so das ist meine Einwurfphilosophie. So. Ja, ja, haben wir mal auch gehört, der Jürgen Klopp will keine weiten Einwürfe, der will, dass eher das Ballbesitzspiel dann ist und so weiter, dass die Ballbesitz bleiben. Wir haben die erste Frage aus dem Chat von Sandro da Birka. Michael, siehst du die? Bitte einen Ton anstellen noch. So, jo. Also, der Sandro Tabirka schreibt, hallo Thomas, gratuliere zu deiner besonderen Tätigkeit. Wir wissen, wie wichtig die Standardsituationen im Fußball sind, besonders in ausgeglichenen Spielen kann das natürlich immer ein Vorteil sein. Meine Frage ist, wie viel Zeit bekommst du direkt mit der Mannschaft zu arbeiten, beziehungsweise wie schaut die Kooperation mit dem Haupttrainer aus, also Richtung Analyse, Einführen, Feedback von Standardsituationen? Ja, ich will sagen, es ist sehr verschieden, wie viel Zeit ich brauche für jeden Team.
einzige Teams oder Verein, da bin ich nur zu einem Inspirationsbesuch. Das ist so 2 oder 3 Trainingstagen und dann so ist es. Andere Teams, da habe ich so eine 3 oder 4 Besuche Vertrag, zum Beispiel mit Gent von Belgien, da habe ich so 4 Besuche pro Jahr. So, das ist natürlich mehr Zeit. Und dann zum Beispiel mit Liverpool und Ajax, da habe ich so einen Volljahresvertrag. Das ist 6, 7 Besuche in einer Saison. Und was meine ich mit einem Besuch? Normalerweise bin ich so in einem Verein so 2, 3, 4 Tagen in einem Besuch. Zum Beispiel, lass uns sagen, ich zum Liverpool, ich anreisen auch Sonntag und dann trainiere ich zum Beispiel Montag, Dienstag und Mittwoch und dann reise ich zu Hause so Donnerstag oder und so. Und was mache ich so oder wie viel Zeit nütze ich dann auf diesen Besuchen? Ja, normalerweise in der Anfang in einem Verein, da habe ich pro Trainingseinheit, da nütze ich normalerweise so 30 bis 60 Minuten, weil hier muss ich ein bisschen mehr so die generelle Einwurftraining machen und da mache ich so weiter Einwurftraining und das tue ich auch in Liverpool und Ajax, weil nicht ein Waffe zu kriegen, aber dann mehr so ein größeres Einwurfareal zu haben, weil das zweite, das Spieler werfen, das größere Einwurfareal hast du auch und dann ist es leichter so mitspielen zu werfen. Dann fokussiere ich auch in den Anfang auf der Präzision, weil das ist auch sehr wichtig und dann fokussiere ich in den Anfang mit generellen Räumen zu schaffen. Wie können wir Räume schaffen, so in der generellen Bereich? Wenn ich so ein paar Besuche hast in einem Verein, da gehe ich so meine Werkzeuge. Ich arbeite mit 3 verschiedenen Zonen auf das Spielfeld, natürlich defensiv und mittel und attacking. Und dann habe ich auch so insgesamt 40 bis 50 verschiedene Einwurfwerkzeuge. Und es ist nicht so wie in NFL, amerikanischer Fußball, das ist so ein Playbook. Aber es ist so, dass die Spieler, sie lernen so 10, 12, 15 verschiedene Werkzeuge pro Zone. Und lass uns sagen zum Beispiel, dass wir so einen Einwurf in der Mitte von dem Spielfeld hast. Und zum Beispiel, lass uns sagen, dass wir probieren mal Räume zu schaffen in der Nähe von der Werfer. Aber dann sind wir abgedeckt von der Gegner. Aber dann wissen wir, dass wenn das passiert, dann haben wir zum Beispiel 3 oder 4 andere Möglichkeiten. So, das ist auch der Grund, weil manchmal in Liverpool, da kannst du sehen, dass wir werfen nach 8 oder 10 oder 12 Sekunden. Das ist nicht, weil wir nicht wissen, was zu tun, aber wir warten, den richtigen Raum zu kreieren. Und dann aber arbeite ich auch mit Einzelaufgaben für die verschiedenen Spieler, weil einzige Spieler, sie sind schnell, hat einen guten First Touch, einzige Spieler können der Ball schützen und dann oben von all diesen verschiedenen Dingen, dann nützen die Spieler auch die seine eigene Kreativität und Fantasie und Ideen und dann, das ist diesem hier ist von der dritte Besuch und so und da trainiere ich normalerweise so 20 bis 40 Minuten oder so. Und dann zwischen jedem Besuch in meine Vollsaisonverein, da mache ich auch Videoanalyse. So ich weiß ganz präzis, was ich trainieren soll. So und alles ist auch, das ist der zweite Teil der Frage. Alles ist abgesprochen mit der Manager und der Cheftrainer, der Assistententrainer und so, weil ich meine Einwurftraining ist immer zu den Vereinen so ja, speziell kreiert. So meine Einwurftraining ist ein bisschen anders in Ajax im Vergleich zu Liverpool oder im Vergleich zu Gent. Und ich abspreche immer alles mit der Staff, die Trainer und so generell. So, ja. Okay, vielen Dank. Der Nico hat dann auch gleich die nächste Frage gestellt und zwar schreibt er, trainierst du auch das Verteidigen der Einwürfe? Ja, das tue ich. Also alles, was man vorstellen kann über die Einwürfe, der ganzen Spielfeld, das trainiere ich. So ist es die
ja, Verteidigung, aber auch die Angriff. Und dann ist es der ganze Spielfeld, es ist Präzision, es ist Weite, es ist wann man schnell wirft, wann man warten muss, weil manchmal ist es sehr schlecht, schnell zu werfen. Es ist auch die verschiedenen Einwurfwerkzeugen. Es ist alles, und ich arbeite auch mit nicht nur die Trainern und Spielern, aber auch die physischen Trainern. Natürlich mit welchen Intensität kann ich trainieren heute und so. Aber auch zusammenarbeite auch sehr viel mit die Analyseleute und so. So ist es, ja. Ja, also Okay. auch das Verteidigen wird trainiert. Ja. Michi, wolltest du noch was sagen, Michi? Na, alles gut. Gut, dann ja, gehen wir weiter in unseren Fragen. Jetzt bist du in eine Buchhandlung gegangen und hast geschaut, wo gibt es das Buch für Einwurf? Es gibt auch weltweit keinen anderen Einwurftrainer. Also ist noch niemand auf die Idee gekommen, das auch zu machen. Also gibt es kein Material, wo man sich irgendwas anschauen kann, sondern du hast dir das alles selbst erarbeitet sozusagen. Ja, Wie das hast du habe das ich. gemacht? Ja, ich habe keine Fußballkurse gemacht selbst. Und natürlich soll man sich ja Kurse machen und so als Trainer natürlich, aber ich habe keine Ding gemacht, weil ich wollte nur Einwurftrainer werden. Ich könne gar nicht lesen. Und auch momentan ist es der Wissen in den Fußball ist ganz, ganz schlecht und wenig. Und manchmal, wenn man so etwas auf YouTube sieht, dann werde ich sagen, dann wird man auch oft schlechter, weil all diesen verschiedenen Raten, das ist so ich denke, in der gesamten Fußballwelt, da fehlt man Wissen, so was soll ich machen? Und das war auch dieselbe mit natürlich Jürgen Klopp, wenn er angerufen hat, dann hat er gesagt, ich habe etwas probiert, aber es hat nicht funktioniert. So, wenn ich mit Amateurtrainern sprechen und wenn ich mit Nachwuchstrainern spreche, dann ist es auch dasselbe. Wir wissen nicht, was zu tun. Und sehr, sehr viele Trainer sagen zum Beispiel, oh, wir sollen es nur neben der Linie werfen, so 30 Meter oder so, weil es ist besser, 30 Meter weiter so vorne der Ball zu verlieren im Vergleich zum hier. Und ja, natürlich, das kann man auch sagen, das ist ja wohl auch ein bisschen richtig. Aber warum nicht probieren, es der Ball zu behalten und eine Chance zu kreieren? Weil einfach der Schlechteste, du tun kannst, ist neben der Linie zu werfen, ja, ohne Strategie so. Weil dann wirst du oft der Duell verlieren. Und wenn du so mal der Duell gewinnt, dann ist es oft so ein Flick zu den Mittelverteidiger für den Gegner oder so. So, das ist ein ganz schlechter Strategie. Aber natürlich, wenn man nicht etwas wisst über welche Lösung soll ich nehmen und so, dann ist das kann da kann ich verstehen. Natürlich guckt man nach Wissen, dass du lesen kann oder sehen kannst. Zum Beispiel Wissen über ja Passen in der Mitte von dem Spielfeld Ecken oder so oder etwas noch andere Standardsituationen so. So ich kann fast natürlich kann ich verstehen, dass das sehr viele Trainer auch im Amateurbereich sehr frustriert sind so aber das will ich ja in der Zukunft werde ich da helfen so ja. Bevor wir zur Frage von der Maria Wolf kommen, die schon eine Frage gestellt hat, wollte ich noch hier auch festhalten, ich habe gelesen, bei dir 40 bis 60 Einwürfe pro Spiel gibt es. Ja? Also man sieht ja eigentlich, das ist eine Sache, die häufig vorkommt, und es wird kaum trainiert, das Ja. Ganze. Ja? Also das wäre so, wie wenn man Freistöße trainiert man ja auch, und die sind ja Ja. viel, viel seltener Ja. am 16er. Ja, und ich Ja. will sagen, dass ich habe gehört, so einige Menschen auf zum Beispiel Social Media und so, sie haben gesagt, oh, Einwurf ist ein kleines Ding. Aber als du selbst gesagt hast, hier normalerweise 40 bis 60 Einwürfen im Profibereich, vielleicht mehr im Amateurbereich. Und normalerweise, wenn ich so Einwürfen analysieren,
da kriege ich so Einwurfvideos von der Analysezeile in Liverpool. Und normalerweise kriege ich so die Defensive und Attacking-Videos da. Und das ist der nur ein paar Sekunden, vor wir den Einwurf kriegt und dann der folgende Situation nach dem Einwurf. Und diesen zwei Videos, sie dauern normalerweise 7,5 bis 10 Minuten jeder Video und dann zusammen, das ist so 15 bis 20 Minuten. So 50 bis 20 Minuten in einem Fußballspiel, das ist entweder der Einwurf oder der folgende Situation. Und hier sprechen wir nicht über kleine Dinge, das ist ein sehr, sehr großes Ding. Aber natürlich ist es so ein bisschen mit Fußballkultur und so und Geschichte und so, Historie, dass man, wir haben niemals im Fußball diesem Einwürfen richtig trainiert. So. Und der Fußball ist so ungefähr 140 Jahre alt so. So, ja, ich probiere mal, alles mit Einwürfen zu ändern. So, ja, man kann so viel verbessern. Scheint ja auch gut zu gelingen. Wir kommen dann gleich auf den FC Liverpool zu sprechen. Vorher kommen die Fragen aus dem Chat, da haben wir schon wieder zwei. Ja, die Maria Wolf schreibt, schaust du dir auch einiges von anderen Sportarten ab? Also zum Beispiel Basketball hat sie da explizit erwähnt. Wie groß ist da der Einfluss? Ja, ich will sagen, ich schaue auf viele verschiedene Dinge. Natürlich nütze ich meine eigene Erfahrung von Fußball, was das ist ja natürlich der wichtigste, denke ich. Aber dann nütze ich auch viele Dinge von Leichtathletik, weil ja, da, hier kann man so viele Bewegungen. Ich nütze auch viel von Bobsled und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber zum Beispiel in Bobsled, da haben wir sehr viele Videoanalysen gemacht. So ja, das habe ich viel genutzt. Dann habe ich auch vieles Jahr Streetbasketball gespielt und auch ein Jahr in einem Verein. So, ich spiele auch momentan Streetbasketball und da nütze ich auch sehr viel. Aber ich nütze auch zum Beispiel Dinge von amerikanischem Fußball, auch mit einigen Bewegungen, wie man Freiräume und so schafft. Und so, ich probiere mal, mir so inspirieren von ganz viele Dinge. Manchmal können es auch so Kunst oder so werden. So, ich sehe so eine Kunst auf der Straße und dann habe ich etwas gesehen, eine Linie oder so, und dann bin ich inspiriert. So, ich denke, das ist eine der wichtigsten Dinge mit Inspiration und Innovation ist, dass man sehr offen ist. Und das ist auch alle die Trainer, da, wo ich trainiere, die Managers und so, sie sind alle so, entweder ein bisschen oder sehr viel offen von Eindrücken und so, auch mit Einwürfen. So ich kriege Inspiration von sehr, sehr verschiedenen Stellen, aber nicht nur von Sportarten, auch von anderen Menschen, wie die Trainern, die Spielern oder Journalisten oder eine Frage, wie Maria gestellt habe, so ich denke, das ist wichtig, wenn man sich sehr gerne entwickeln will. So, ja. So ist es. Ja. Okay, vielen lieben Dank. Dann der Daniel hat die Frage geschrieben, wie groß ist die Gruppe beim Training normalerweise? Normalerweise natürlich, manchmal mache ich Einzeltraining, besonders wenn es so der Weideeinwurf, aber ich nütze nur vielleicht in einem Verein 10 bis 15% der Zeit der Weideeinwurftechnik. Die meisten Zeit ist der nütze ich auf der schnelle und der kluge Einwurf. Und dann trainiere ich wieder manchmal die Außenverteidigergruppe mit 4, 5, 6 Spielern, die immer oder manchmal Außenverteidiger spielt. Aber die meisten Zeit nütze ich für den ganzen Team so. Zum Beispiel kann ich in ein zwei Gruppen von 9 trainieren. Lass uns sagen, ich habe 25 Minuten von jeder Gruppe. Dann ist es vielleicht ein Einwerfer und dann 4 gegen 4. Wir üben die Einwurfwerkzeugen und dann nachher der nächste Gruppe. Oder dann können es auch so 5 gegen 5 Intervallspiel mit einem kleinen Spielfeld und dann zwei große Toren und auch die Torwarten da. Und dann haben wir sehr, sehr viele Einwürfe und dann nach 2 Minuten, dann wechseln wir. Aber es können auch so 11 gegen 11 werden. Und
Und dann ist es dann nehmen wir vielleicht 15 oder 20 Einwürfen in der ganzen Spielfeld und dann fokussieren wir da. Und der Grund, weil ich alle Spielen trainieren, ist, dass wenn es nur die Außenverteidiger sind, dann ist es schwer, die richtige Laufbahn zu haben, auch die richtige Werkzeuge zu nutzen. Und dann ist es auch, weil wenn ihr so ein Liverpool-Spiel sieht, dann könnt ihr sehen, dass normalerweise ist es so, 6, 7, 8 verschiedene Spieler von Liverpool, sie machen der Einwurf. Und der Grund ist, weil manchmal ist es besser, dass es ist Mo Salah oder Virgil van Dijk der Einwurf nimmt, weil dann das ist eine bessere Situation da. Und vielleicht sollen wir nicht zu Trent oder Robbo warten. Aber das kann man nicht tun, alle die Spieler nicht diesem Einwurfwerkzeugen kennen und so, weil ja, sie müssen alles lernen. So ja, manchmal trainiere ich einzeln und manchmal kleine Außenverteidigergruppen, aber die meisten Zeit da trainiere ich die ganzen Spieler und so ist es auch in Liverpool, Ajax, Gent und so wieder. So ja. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage kommt vom Nico. Der möchte von dir wissen, wie man als Innenverteidiger am besten einen Einwurf verteidigt. Ja, es ist sehr, sehr schwer, weil es ist auch so unterschiedlich, ob es so ein weiter Einwurf oder ist es ein normales Spiel. Aber ich will sagen, wenn es so ein weiter Einwurf ist, wenn die Gegner sehr weit werft und dann auch so schnell und flach werft, dann ist es sehr schwer zu verteidigen. Und man muss ja entweder so direkt Mann-Mann abdecken oder so Zone abdecken. Und man kann sagen, dass es gute und schlechte Dinge in beides, weil wenn man so Mann-Mann deckt, dann kann man normalerweise ein bisschen in der Nähe von der Gegner wären, aber dann ist es auch leichter, hier so weg zu holen. Und wenn du so Zone abdeckst, dann kannst du natürlich du hast ein Spiel in so alle Räumen, aber dann können die Gegner plötzlich vielleicht 3 gegen 1 werden und dann können sie sehr verschiedene Dinge machen. So, ich denke, es ist der wichtigste Ding, wenn man so als Abwehrspieler denken muss, ist, dass man muss sehr aufmerksam werden, wann tun die Gegner was und so, und dann muss man reagieren. Und man kann nicht sagen, dass du musst so reagieren, weil du musst lernen, wie du reagieren sollst, so wie du reagieren sollst. So, es ist ein bisschen schwere Frage. Da musst du länger Zeit mit diesem Einwurf ja, abdecken arbeiten, denke ich. So. Vielleicht auch eine Möglichkeit, als Innenverteidiger sich vor dem Spieler noch einen anderen Mitspieler zu holen, dass dieser doppelt, also Sandwich-Position, vielleicht ist dann jetzt schwieriger für den Stürmer, den Ball zu Ja, bekommen, ja? und das ist gut, weil manchmal ist es sehr gut, dass man so ein Sandwich machen. Aber dann muss man auch sagen, wenn man ein Sandwich macht, dann nimmt man auch 2 gegen 1 und dann fehlt man ein Spieler irgendwo anders. So, man kann sagen, ja, das ist manchmal gut und manchmal ist es nicht gut. Man kann nicht sagen, so, aber das kann man manchmal nutzen, auch wenn die Gegner einen Einwurf auf eigene Strafraum hat, dann kann man auch manchmal irgendwo ein Sandwich machen, so man einen Leiter der Duell gewinnt, aber dann muss man auch sagen, dass dann fehlt man ein Spieler irgendwo anders. Und manchmal ist es gut, wenn der Gegner keine Strategie hast, aber wenn der Gegner eine Strategie hast, dann ist es auch, ich will nicht leicht sagen, aber dann ist es natürlich leichter, irgendwo anders in der Einwurf zu werfen. So, es ist auf, ja. Eine Seite ist es ganz einfach, gut in der Einwurf zu werden, aber auf die andere Seite ist es auch ganz kompliziert. Aber ja, so. Okay, vielen Dank. Ja, zwischenzeitlich möchte ich den Manuel Weber begrüßen, der sieht uns auch zu und ist live dabei. Ja, generell einen schönen guten Abend zu unserem
Online Football Academy Talk Nummer 34. Wir haben heute ein ganz besonderes Highlight, und zwar ist unser Gast der Thomas Grönemark, der Einwurfcoach vom FC Liverpool und ja, generell ein sehr, sehr sportbegeisterter Mensch, wie wir kennenlernen durften und erfahren durften. Ja, deswegen auch gleich noch einmal den Aufruf, machen wir etwas Wirbel für unseren tollen Gast. Teilt bitte den Beitrag und drückt auf Gefällt mir. Einwürfe kann jeder brauchen, gibt es in jedem Fußballspielen, also fleißig teilen, damit ja viele Leute von dem Thema erfahren. Dann komme ich auch schon zur nächsten Frage, und zwar der Daniel hat wieder geschrieben, welche Hilfsmittel werden beim Training verwendet? Also gibt es da Sportgeräte, die du verwendest, oder beim Christian Fuchs kennt man zum Beispiel, wie er mit dem Medizinball die Übung hinten macht. Kommt sowas bei dir auch vor? Ich glaube sogar mit einem Stein war das, richtig. Ja, das habe ich gesehen. Nein, das natürlich kann man das in der physischen Training nutzen, besonders beim Einwurf. Aber normalerweise im Training, da nütze ich nur sehr viel Videoanalyse, so die Spieler es auch sehen kann. Und dann nütze ich so Kegeln, und dann nütze ich Freistößmänner, sagt man das auf Deutsch? Dummies und so. Mhm. Aber ich denke, ich nütze meistens die Spielers Fußballintelligenz, und meine große Aufgabe ist die Spieler Einwurfintelligenz zu steigern, und ja, da nütze ich Videoanalyse, aber auch ich mache auch Vorträge für die Spieler und die Trainer, so manchmal ist es 45 Minuten, manchmal ist es nur 10 Minuten, weil dann ist es viel leichter, und dann probiere ich auch immer so meine Übungen ich anfange immer mit der einfachsten Übung und so leichte Übungen, so generelle Übungen, und dann nachher ist es ein mehr kompliziert und dann mehr kompliziert, und dann in die Ende ist es so spielspezifisch, so das ist was ich nütze, so und manchmal natürlich ein große Tor oder so oder kleine Tor oder so, das ist aber das ist ganz ganz normale Dinge, ich nütze so ja. Ich habe gesehen auch, dass du versuchst auf ein großes Tor, auf diese Querlatte, sozusagen, dass du übst die Bälle, dass man auf die Querlatte. Das machen ja die Fußballer, die üben das ja mit dem Fuß, dass sie Querlatten schießen. Das ist manchmal nach dem Training oder vor dem Training schon ein bisschen so ein Spiel. Und das kann man auch mit Einwürfen machen. Ne? Ja, ich will sagen, normalerweise, wenn man diese Dinge macht, dann soll man vielleicht von der Strafraumlinie oder so, das ist 6,5 Meter entfernt, probieren. Weil das ist eine sehr gute Präzisionsübung, oder mit kleinen Kegeln oder so. Natürlich ist es der beste Ding, wie ich auch so im Training mit zum Beispiel Liverpool mag, dass man mit Spielen machen zu den Füßen und so. Aber ich habe auch ja auf YouTube einen probiert, der Querlade zu treffen von der Seitenlinie. Und ich kann verraten, da muss man ganz weit werfen können. Ja, vielleicht so ungefähr 40 Meter oder so. So das habe ich probiert von 2 Wochen. So, das ist natürlich auch Spaß. Aber ich will sagen, für normale Fußballspiele mit einem normalen Einwurf, ja, dann ist es wohl besser, Präzisionsübungen so nur mit Kegeln oder der Querlatte zu treffen von der Strafraum oder so. Und es ist eigentlich sehr, sehr relevant, weil sehr viele von der Ballverlust beim Einwürfen so von 5 bis, lass uns sagen, 15, 20 Meter, das ist wegen unpräziser Einwürfen. So weil normalerweise denkt man, wenn man so einige von meinen Team-Übungen sieht, oh, ist es nur eine Übung für einen Kinder. Aber nein, weil Profispieler, auch natürlich Amateurspieler, sie sollen auch einen Einwurf von 12 Meter in die Füßen werfen kann, aber oft sehe ich auch in der Champions League, Premier League, Bundesliga, dass sehr viele Einwürfe, sie kommen auf der Knie oder auf der Brust oder so. So,
Das soll man lernen, aber und wenn man das nicht übt, dann muss man nur erwarten, dass die Spieler sehr schlecht Präzision hat. Und dann können man ja wie mir mit 40 oder 50 verschiedenen Einwurfwerkzeugen arbeiten und drei Zonen. Aber wenn man nicht präzise werfen kann, dann ist es, ich will nicht egal sagen, aber dann ist es fast egal, weil es nützt nicht, dass man sehr viel Raum geschafft hat und gemacht hat und dann ist es zu die Gegner oder in der Brust von der Mitspieler so. So Präzision ist ganz, ganz wichtig in Fußball, wenn man über einen Einwurf spricht. Vor allem, man sieht wieder, man soll alles trainieren im Fußball. Wenn ich keine Kopfballtore schieße und ich trainiere keinen Kopfball, dann darf mich das nicht wundern. Gut, wir haben noch weitere Fragen drinnen. Ja, ich hätte noch eine Frage, wenn wir jetzt gerade beim Training waren. Gibt es eine bestimmte Voraussetzung, dass man bei dir Einwurftraining machen darf? Oder muss man auch einen Flickflack können, um so weit einwerfen zu können? Nein, überhaupt nicht. Ich will sagen, dass eins ist, dass normalerweise weiß ich einen Flickflack-Einwurf nicht gut und ich muss auch sagen, ich bin kein Turner, weil ich habe von null angefangen in 2008, so das war sehr schwierig. Aber einfach denke ich, dass die Flickflack-Einwurf ist schlecht, weil oft ist es sehr gefährlich zu trainieren, aber oft ist es auch so hoch. Und wenn man so weit werfen soll, dann ist es besser, wenn es so schnell und flach ist. So Flickflack-Einwurf ist normalerweise nicht so gut, denke ich. Und dann hast du gefragt, welcher Typ sollst du an so ein bestimmter Typ werden? Ich will sagen, normalerweise ist es so drei verschiedene Typen, der sehr weit werft. Und normalerweise ist es so, spielen Höhespielen oder spielen mit sehr langen Armen, weil sie haben so ein länger Einwurfweg und dann können sie mehr Kraft an den Einwurf. Dann ist es auch flexibler spielen, weil viele Menschen denken, dass, oh, du musst stark sein werden und alles. Aber ich will sagen, soll ich zwischen Flexibilität und so Kraft wählen, dann wähle ich immer jeden Tag Flexibilität, weil wenn du so flexibler bist, dann kannst du kannst deine Überarm hinter deinen Kopf nehmen, dann hast du auch einen weiter Weg zum Werfen und dann kannst du auch mehr Kraft nutzen. Und dann habe ich auch der dritte Typ, der oft auch weit werft, das ist oft so eine schneller Spieler mit schnellem Muskelfibern und so. Normalerweise sollen sie nicht so groß werden, sie können auch so 1,70 Meter werden oder so, aber können sie mit der richtigen Technik werfen, dann können sie sich verbessern. Und ich habe so 30 verschiedene technische Parametern beim beiden Einwurf. Ich nutze auch Videoanalyse und die meisten Spieler verbessern sich zwischen 5 und 10 Meter mit meinem Training, nur mit Technik, nicht kein Krafttraining. Und als ich vorher gesagt habe, ja, ich habe auch einige Spieler bis zum 15 Meter verbessert. Und dann will ich sagen, es ist nicht nur diesen drei Typen, weil manchmal sehe ich auch ganz andere Typen. So ist man nicht hoch mit langen Armen, ist man nicht flexibler, ist man nicht so sehr schnell, dann kann man auch diesem Einwurf Technik lernen, man kann sich auch verbessern. So, ich will sagen, natürlich hat einzige Typen so gute Voraussetzungen, aber alle können sich verbessern. Okay, ja, vielen lieben Dank. Der Sandro Tabirka hat die Frage gestellt, sind von dir die Eckstandards auch eintrainiert und einstudiert? Oder gibt es da dann schon irgendwie so eine gewisse Zone, so ab 1 Meter bis zur Eckfahne, das übernimmt dann der Head Coach wieder? Na, mit Einwürfen oder was ist der Frage oder? Ich glaube, Eckstandards meint er Eckbälle, also Oh ja, ich konzentriere mich nur auf Einwürfen. Und das ist die, ja, Einwürfen über die ganzen Spielfeld von einer Cornerflag bis der nächste Cornerflag. So. Und das ist mit Attacking-Einwürfen und auch defensive Einwürfen. So alles über Einwürfen. Aber ich nütze, ich
Ich konzentriere mich nur auf die Einwürfe, nicht die Ecken oder die Freistößen oder so. Natürlich kann ich manchmal etwas sagen, zum Beispiel, wenn ich so in Liverpool angefangen war, im Juli 2018, da habe ich sofort gesagt, die Balljunge und so, sie müssen die Ball schnell so die spielen werfen. Und manchmal ist es eine Herausforderung in Premier League, weil sie haben nur einen Ball in Premier League. Das ist ja wohl ganz wahnsinnig im Vergleich zu vielen anderen Ligen. Aber zum Beispiel, wenn wir 4:0 gegen Barcelona gewonnen hat mit Trent Alexander, Trents Ecke da. Natürlich ist es nicht mein, das war Trents Genialität, aber ihr könnt sehen, dass der Balljunge es selbst sehr schnell geworfen hat. So natürlich, wenn man auf irgendetwas mit Einwürfen konzentriert, dann wird es auch oft zu den Ecken und Freistößen weitergehen und andere Dinge in der Fußballspiel Okay, vielen lieben Dank. Ja, du hast jetzt eh schon ein wenig vorgegriffen bei der nächsten Frage. Der Stefan Kerzig schreibt: Wie sehr haben sich die Zahlen seit deiner Tätigkeit bei Liverpool verändert? Also zum Beispiel, wie viele eigene Einwürfe blieben im Ballbesitz, wie viele Torabschlüsse und Tore konnten infolge von Einwürfen erzielt werden? Wie hat sich die Quote seit Beginn deiner Arbeit quasi verändert? Hast du da ein paar Zahlen für uns? Ja, das habe ich. Und vorher will ich sagen, natürlich habe ich meine eigene Zahlen über Liverpool und Einwürfen. Liverpool hat auch ihr eigene Zählen. Aber diesem Zähler ist, ich erzähle jetzt, ist von so tiefer Fußball. Das ist nicht mit mir oder Liverpool zu tun. So, das ist so, ja, tiefes Fußballszene. Und sie haben in September 19, da haben sie so eine große Untersuchung gemacht. Und sie haben auf alle Einwürfe unter Druck in Europa gesehen, die verschiedenen Ligen. Und ein Einwurf unter Druck, da ist die Einwurf, wo die Spielen abgedeckt ist. Da nehmen wir nicht die Einwürfen, wo der Gegner ist, so 30 Meter weg oder so. Aber alle Einwürfe unter Druck. Und in tiefer Fußball hat gesehen, dass in der 17-18-Saison, wo ich zu Liverpool FC gekommen war, da haben Liverpool FC ein Possession von 45,4% und Liverpool war Nummer 18 in der Premier League und drittletzter in der Premier League. Und als Jürgen Klopp gesagt hat, wir haben fast immer der Ball verloren bei Einwürfen. Und dann in die erste Saison, wo ich angefangen war, die 18-19-Saison, da haben wir so 68,4% gesteigert, so mit 23 Prozentpunkte. Und wir waren von Nummer 18 bis Nummer 1 in der Premier League gegangen, auch in Nummer 2 in Europa, nur hinter FC Midtjylland, einer von meinen anderen Vereinen. So, einige Menschen sagen, es ist nur ein Einwurf. Nein, es ist dasselbe Konsequenz. Wenn man einen Einwurf verliert, dann ist man oft so out of balance, so man ist auf dem Weg nach vorne und dann plötzlich kriegt die Gegner der Ball. Und dann, wenn man der Ball behält, so Possession kriegt, dann kann man Kontrolle haben, aber man kann auch Chancen kreieren und Toren machen. Und zum Beispiel in diesem Saison, der 1920er-Saison, da haben wir in Liverpool 13 Toren gemacht, nach Einwurfsituation. Und das ist Einwürfen über das ganze Spielfeld. Das ist nicht weiter Einwürfen, weil dann das machen wir nicht zu der Gegners Tor. Aber das ist Einwürfen von unser eigenes Strafraum, der Mitte von dem Spielfeld, der letzte Drittel und so. Und manchmal ist es auch zum Beispiel drei von diesen 13 Toren. Das ist nach unser Gegners Einwurf, wo wir so ein bisschen ein spezielles Druck gemacht haben und Pressure und Gegenpressung und so, und dann haben wir den Ball genommen und dann ein Tor gemacht. So, ja, man kann sagen, dass Liverpool hat sich sehr viel verbessert in der Einwurfbereich, und natürlich ist es so ein Zusammenhang mit mir und meinen Training, aber man kann es nicht selbst tun, man muss eine gute Zusammenarbeit mit der Manager und der Assistenztrainer, man muss auch die Spieler, sie müssen auch die Motivation haben, so die richtig auf jeden Besuch mit der Einrufen arbeiten wollen. So ist es so eine Kooperation zwischen allen in der Verein. So,
Aber ich bin nur stolz, dass Liverpool sich so viel verbessert hat. So das war die Zahlen hier. Okay, vielen Dank. Der Daniel hat dann noch die Frage geschrieben, in welcher Liga wurden die meisten Tore durch Einwürfe erzielt? Gibt da vielleicht sogar, ja neben dem FC Liverpool vielleicht sogar schon einen anderen Vorreiter? Oh, das weiß ich leider nicht richtig, weil ich bin nicht so, dass ich jedes Team analysiere und jeden Liga und dann sitze wie viele Stunden pro Woche und so. Ich habe einfach nur so die Zählen, dass die großen Analysefirmen macht und so, weil normalerweise konzentriere ich nur auf mein eigenes Team und so und wie sie die Einwürfe verbessern, wie sie Possession hat und Chancekreationen schießen und so. So, ich habe nicht die Gesamtüberblick. Ich kann nur sagen, dass von meiner Sicht da verbessern alle die Vereine seine Einwürfen. Normalerweise, wenn ich in einem Verein trainiert und ich kann auch sagen, im Vergleich zu anderen Teams, da zum Beispiel in Liverpool, da sind wir normalerweise 20, 30, 40% besser in Einwurf unter Druck in ein Spiel im Vergleich zu unserer Gegner. Und zum Beispiel erstes Spiel gegen Tottenham diesem Saison, da haben wir 9 von 9 Einwürfen unter Druck, 100% Possession und Tottenham hat 4 von 16 und das ist nur 25% Possession. Und der Grund ist, dass es war deutlich für mich, wenn Tottenham nicht schnell werfen könnte, dann haben sie nicht richtig eine Strategie und dann haben sie nur weit neben der Linie geworfen. Es war auch dasselbe in der ersten Champions League-Spiel gegen Bayern München in der letzten Saison. Da haben wir so ungefähr mit Liverpool 70% Possession. Das ist ganz normal und ganz gut für uns. Aber Bayern München hat nur 28% Possession und das ist dasselbe wie Tottenham. Wenn sie nicht schnell werfen könnte, dann haben sie nicht eine richtige Strategie oder der Strategie war ganz einfach und dann ist es leicht abzudecken. So, ich will sagen, dass wieder zurück zu den Fragen, ich habe keinen Überblick über die alle Ligen und alle Teams und so, aber ich kann nur sagen, dass generell ist der Niveau ganz schlecht in Weltfußball und wenn wir zum Beispiel mit Liverpool gegen ein Team spielt, dann sind wir normalerweise ja diesen 20 bis 40% besser in Possession. So, ja. Okay, vielen lieben Dank. Ja, meine Lieben, wir biegen dann eh auch schon auf die Endgerade ein. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt an den Thomas, dann schreibt diese bitte jetzt noch in die Kommentare hinein. Wir werden wahrscheinlich wieder die obligatorische akademische Viertelstunde drauflegen und noch ein paar Minuten weitermachen, wenn das bei dir auch passt, Thomas. Ja, ganz gut. Sehr gut. Super. Ja, dann noch einmal der Hinweis auf morgen. Da sind wir auch wieder ab 19 Uhr online mit dem Andreas Schiener, der Fußballprofi war, unter anderem beim FC Tirol, bei der Austria, beim LASK, bei Admira Wacker. Der ist jetzt ja Unternehmensberater, Betriebswirt, Coach, Dozent, macht Führungskräftebegleitung, Teamentwicklung, Teambuilding, Mentalcoaching und ja, sowas in die Richtung. Da sind wir morgen ab 19 Uhr live wieder auf Facebook. Dann noch die Bitte, wenn dir unsere Talks und unsere Videos gefallen, dann teil fleißig die Beiträge und drück auf Gefällt mir. Ich glaube, wir haben immer wieder ganz tolle Gäste mit vielen neuen Informationen für euch bei den Live-Talks und es sind auch alle Videos im Nachhinein auf Facebook zum Nachschauen, genauso wie auf unserem YouTube-Kanal, wo schon ganz, ganz viele Free-Videos zum Schauen sind und den Kanal könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren, damit ihr immer up to date seid, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Die Maria Wolf hat noch eine persönliche Frage und sie möchte sich da, schreibt auch schon, wann nimmst du mich mit nach Liverpool? Sie kann auch gut Hütchen tragen. Also wenn du da noch jemanden brauchst, die Maria bewirbt sich da gerade. Ja, ich denke, das haben Sie mehrmals. So, ich habe Maria auf die Liste geschrieben und ja, warum nicht? Ich brauche auch manchmal
Assistenztrainer oder eine Assistenztrainerin, so warum nicht? Ich kann sagen, ja, sie können ja ganz viel lernen. Ich denke, es wäre auch eine gute Inspiration für Maria. Und ja, ich weiß, da sie ist Assistenztrainerin von der österreichischen Nationalmannschaft und so ja. Warum nicht? Vielleicht einen Tag. Ich könnte vielleicht auch zum Österreich kommen, um die Frauen von der Nationalmannschaft etwas lernen, weil Einwurf, das kann man schnell lernen. Natürlich kann man auch wie in Liverpool 2 Saisons nützen, aber man kann auch sehr viel lernen in 2 Tagen oder so. So, lass uns sehen mit Maria. Entweder da ist sie meine Assistenztrainerin oder dann kann ich zu Österreich kommen. Ja, lass uns sehen, lass uns sehen. Ja, egal, ob die Maria zu dir mit dir nach Liverpool geht oder du nach Österreich kommst, wir wollen auf jeden Fall Videos und Bilder haben davon. Ja. Der Daniel hat dann noch eine Frage geschrieben und fragt, welche Korrekturen können in einem Training vorkommen? Ja, es können zum Beispiel, wenn man so ganz einfache Dinge sieht, zum Beispiel, wenn man so einen Zurückpass macht nach einem kurzen Einwurf, eine kleine Korrektur kann, wenn du so der Zurückpasser ist, dann musst du auch fast immer so einen Winkel machen, so du wieder frei ist, so der Werfer wieder zu dir passen kann. Und zum Beispiel, das ist so eine kleine Korrektur, wenn man das vergisst, dann ist es auch leichter, der Werfer unter Druck zu setzen. Aber es können auch eine von diesen 40, 50 Werkzeugen werden, dass wir etwas machen sollen, ein bisschen anders laufen oder so. Es können auch werden mit der Präzision von der Werfer. Es können sehr, sehr viele Dinge werden in meinem Job so. Das ist sehr verschieden von Training bis Training so. Ja, aber das war ein Exempel. Okay, vielen Gut. Dank. Ja, Christian, ich gehe mal zu dir ab. Du hast sicher noch Ja, ein paar Fragen auf deiner Liste. wir sind noch bei Weitem eigentlich nicht durch, aber wir werden jetzt noch ein paar Fragen durchgehen. Und zwar seit 2018 bist du ja jetzt in Liverpool. Und da gibt es ja eine nette Geschichte. Der Jürgen Klopp, der hat dich persönlich angerufen. Ja, was ist da in deinem Kopf vorgegangen, wie plötzlich du Jürgen Klopp ja, am Apparat gehabt hast? Und dann möchte ich gerne von dir wissen, der hat ja immer so einen lockeren Spruch auf der Lippe, er gibt sich immer als der coole Trainer. Ist er das in Wirklichkeit auch abseits von den Medien oder ist das eher Show, was er hier abzieht? Ja, erstmals will ich sagen, dass Jürgen Klopp ist so freundlich und sehr nett und so. Er ist so ein süßer Mensch. Es ist fast, wie du mit deinem besten Freund sprichst. So ist er in der Wirklichkeit. Es ist nicht nur in der Presse und so. Natürlich kann er auch hart werden. Natürlich ist er 100% professioneller und er will auch alles haben von den Spielern. Aber er hat diesen Kultur in Liverpool gemacht, wo man so, es ist nicht über mir, aber es ist über wir, so alle helfen einander und so und alle sind freundlich und offen und so und das ist auch einer der Geheimnisse von der Liverpool-Success, dass man ja man spielt in 90 Minuten plus der extra Zeit und so und man kann sehen, wenn man in Liverpool ein Tor braucht, dann ist es nicht nur 8 Spieler, der presst, das ist die alle 11 und auch alle auf der Bank und so, weil es ist so wie eine große Familie. So, ich will sagen, Jürgen Klopp ist wie man ihn in der Presse sieht. Er ist so ein guter Mensch. Und dann so, wie hat er zu mir angerufen und warum? Ja, ich habe im Juni 2018, da war Andreas Poulsen von FC Midtjylland, er war verkauft zu Borussia Mönchengladbach. Er hat seinen Einwurf verbessert mit fast 14 Meter von meinem Training. Und dann habe ich auf Twitter geschrieben, ja, ich bin stolz
auf Andreas Paulsen. Er ist zu Borussia Gladbach verkauft mit 13,65 Meter verbesserten Einwürfen und so, nur mit Technik. Und dann hat so eine kleine Medie, Fanmedie von Gladbach es gesehen und dann haben sie gefragt, können wir ein Interview machen? Das war super. Und dann nachher hat so ein Journalist von Bild diesem Interview gesehen und dann haben sie gefragt, können wir einen Artikel machen über dir? Und ja, dann habe ich ja gesagt. Und diesen Artikel hat Jürgen Klopp in der Bild-Zeitung gelesen. Und dann in Anfang Juli, ein Sommertag, da habe ich mit meiner Frau und zwei Kindern, ich habe so eine Urlaub gemacht und dann soll ich so in so eine Schokoladegeschäft und da habe ich auf mein Telefon geguckt und dann habe ich gesehen, dass es war so ein Plus 44 Nummer angerufen und ich habe nicht gewusst, wer so, ich habe der Voicemail so gehört und dann war es Jürgen Klopp und dann habe ich fast von der Autositz ausgefallen und weil ich habe immer einen großen Traum in der Premier League zu trainieren und auch ein großes Team wie Liverpool. So, ich habe probiert mal zurückzurufen, aber er hat nicht das Telefon genommen. So, ich habe mit meiner Familie in das Schokoladegeschäft gegangen und dann nachher habe ich gedacht, ja, ich soll wohl zu Hause fahren und dann der wichtigste, Telefon, Call da ja zu Hause nehmen und dann habe ich in mein Auto gefahren, der Frau neben mir und der Kinder in der Rücksitz und dann plötzlich hat der Telefon geklingelt und dann hat meine Frau gesagt, es ist Jürgen und dann habe ich so direkt nach rechts zu meinem Grasfeld gefahren und es war Jürgen Klopp und er hat gesagt, dass wir haben eine super Saison in der 17-18-Saison mit einem vierten Platz in Premier League und einem Champions League-Finale. Wir haben fast immer den Ball verloren und ich habe etwas probiert, aber es hat nicht funktioniert mit den Einwürfen. So, er hat mir zu Melwood, der Trainingsanlage von Liverpool, invitiert, der nächste Woche da und es sollte einfach nur ein Meeting werden. So, aber Jürgen Klopp war so überzeugt, dass er hat der nächste Tag könnte ich so 21 Spielern trainieren von der Premier League, so alle Spieler, denen ich verletzt war oder auf Urlaub nach der Weltmeisterschaft. So, und dann ein paar Tagen nachher, da habe ich einen Vertrag geschrieben mit Liverpool FC und dann, ja, und jetzt habe ich für zwei Saisonen die Liverpool trainiert und ja, es hat wohl ganz gut gegangen mit Champions League Sieg und so ein bisschen mehr und hoffentlich auch der Premier League Sieg. So, das war der Geschichte über mir und Jürgen Klopp. Für mich ist es wie ein Abenteuer und manchmal träume ich, dass ich Liverpool trainieren einwürfe und dann im Morgen, das denke ich, es war nur ein Traum und dann denke ich, oh, das ist richtig so. Ja, es ist wahnsinnig. So ich freue mich nur über diesen Zeit hier. Ja, es ist eine andere Welt in Liverpool, eine andere Fußballwelt. Die ganze Stadt lebt diesen Fußball. Ganz kurz noch einen Gruß in den Chat. Ich sehe, dass der Wolfgang Riesenhuber zusitzt, sportlicher Leiter bei Kilb. Ich sehe, dass der Martin Barb zusitzt. Das ist der Trainer vom SV Heizendorf. Und einen speziellen Gast begrüße ich auch aus der Slowakei, werden wir auch gesehen, und zwar der Jan Ransitzu. Das freut mich, Janko, dass du dabei bist. Ako Samaj, ahoi Jan. Wir sehen uns, wir hören uns. Ja, und letzte Frage von mir. Also Liverpool lebt Fußball, Österreich lebt auch Fußball, vielleicht ein bisschen anders als wie in England. Wie sehr kennst du den österreichischen Fußball und kannst du dir vorstellen, auch einmal einen österreichischen Verein zu trainieren? Ja, ich will sagen, ich kenne nicht österreichischen Fußball so viel. Natürlich sehe ich manchmal zum Beispiel, da haben wir mit Liverpool gegen RB Salzburg gespielt in der Champions League und manchmal sehe ich auch in Europa League und so, aber in Dänemark können wir nicht die österreichischen Liga sehen. So. Aber natürlich, ich bin interessiert in alle Ligen und wenn so ein Verein von Österreich kommt, dann
werde ich auch einen österreichischen Verein helfen. Und für mich ist es egal, wo man kommt, auch außer Europa, auch weil der Wichtigste für mich ist, dass man der Person hat, sich die Einwürfe zu verbessern und wieder die 40 bis 60 Einwürfe zu verbessern. So ist ganz großen Teil des Spiels. So alle Vereine in Österreich können wir ihn beziehen. Und es ist nicht nur Profiverein, manchmal mache ich auch hier in Dänemark Amateurverein und Nachwuchsverein. Natürlich ist es nicht so gratis mir so investieren, aber dann ein Amateurverein, dann gehen sie mit einem anderen Amateurverein oder sie, wir sagen, dann machen wir so ein, dann sammeln wir alle Amateurtrainer und ich mache einen Vortrag. Manchmal investieren wir auch Leute von der ganzen Stadt und so. So, ich bin nicht so, dass ich nur die ganz, ganz großen Vereine trainiere. So, für mich ist es egal, ob es Pro-Verein von Österreich oder Nachwuchs- oder Amateurverein. Ihr könnt nur zu mir rufen oder schreiben und dann vielleicht können wir etwas machen, weil ich liebe auch Österreich, auch mit der Natur und so. So, das ist fantastisch, das will ich lieben. Und weil die Leute können nur auf meine, ich habe eine Webseite, thomasgrönemark.com, ganz neu von letzter Woche. Und dann können Sie über alles lesen, auch über meine Buch in der Zukunft, meine Training, meine Kursen. Aber, oder Sie können auch auf YouTube sehen, ich habe auch Videos da, wo man sich inspirieren lassen kann oder auf all andere soziale Medien wie Twitter oder LinkedIn oder Facebook, Instagram oder so. Aber ich will sagen, ich bin nur ein offener Mensch und ich will sagen, ich will alle helfen in der ganzen Welt, wer passioniert ist über die Einwürfe. So, das ist mein großer Traum, auch ein ganz normaler Amateurtrainer zu helfen. So, ja, ihr sollt nur schreiben oder anrufen. Gut, ja, und das ist sicherlich eine super Sache, die wir gerne auch mal vielleicht im Amateurbereich andenken sollten. Wir haben auch im Vorfeld schon gesprochen, dass wir vielleicht das eine oder andere Online-Angebot mit dir kreieren werden in Zukunft, aber vielleicht schaffen wir es auch mal, dich persönlich nach Österreich zu bekommen für so eine Praxis. Demonstration oder Schulung, wo wir viele Amateurvereine und Clubs und Trainer und so weiter zusammenbringen. Würde es da Interesse geben von eurer Seite, könnt ihr uns natürlich gerne bei der Online Football Akademie anschreiben. Wir werden die Interesse und eure Wünsche und so weiter auch an Thomas natürlich weitergeben. Thomas, ja, wir hätten noch einiges vorgehabt. Du hast sogar einen Ball hier, damit man zeigen kann, wie man die Handhaltung. Ja, vielleicht kannst du uns ganz kurz die ideale Handhaltung auf dem Ball beim Einwurf zeigen. Ja, man kann sagen, wenn es nur ein ganz normaler Einwurf ist, dann ist es fast egal. Du musst nur präzise werfen können und dann, ja, so ist. Aber wenn man über diesen Weideeinwürfen denkt, dann ist es sehr wichtig, dass man nicht so viel an der Seite halt und auch, weil dann hast man vielleicht ein bisschen Kontrolle, aber nicht, man kann nicht richtig drücken und wenn man so in der Nähe so viel hier halt, dann hast man, dann halt kann man vielleicht drücken hier, aber nicht so viel Kontrolle. Ich, der Beste, das ist so ein W, nicht ganz zusammen, aber ein bisschen hier. Und dann muss man auch selbst spüren, weil man hast einige Hand, hast so eine große Hände und einige hast kleine. Aber man muss spüren, dass man mit der ganzen Hand halt hier und dass man auch mit die Daumen drücken kann. Und dann ist es sehr wichtig, wenn man werft weit, dass man so der Ball spinnen, so spinnen. Weil wenn man so spinnt über die Fingerspitzen, die so, über die Hände so, dann hast du so Unterspin und dann ist deine Weiteinwurf so auch ein bisschen flacher. Und wenn der
desto flacher und schneller deine beide Einwurf ist, dann ist es auch mehr gefährlich, weil dann ist es schwer für die Abwehrspieler zu klären und so, auch für die Torwart zu holen und so. So, das war ein kleines Ding. Das kann man auch, die volle Video mit der Griff, das kann man auch auf YouTube sehen. Es ist so 10 oder 12 Minuten oder so. Dann kann man das Richtige sehen mit Übungen und so. So, ja. Super. Ja, lieber Thomas, der einzige Throw-In-Coach der Welt mit den besten Clubs der Welt auch in Verbindung und dort engagiert. Es war uns eine große Ehre, dass du heute da warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in dein Berufsleben sozusagen. Wir werden, ich gebe auch noch zu Michi dann weiter, damit er die Verabschiedung macht und du hast dann die letzten Worte. Unser Gast hat immer die letzten Worte. Es würde mich freuen, wenn wir in Zukunft da einige Sachen mit dir veranstalten könnten. Ich bedanke mich bei allen, die im Chat dabei waren und den regen Austausch wieder und die vielen Fragen. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Michi, herzlichen Dank an dich wieder für die technische Abwicklung. Und ja, es kommen auch schon die ersten positiven Rückmeldungen rein. Das freut uns immer, wenn die Gäste positive Rückmeldungen bekommen. Ja, ich klinke mich aus. Michi, bitte die Verabschiedung und dann Thomas die letzten Worte. Dankeschön, Thomas. Jawohl, auch von meiner Seite noch einen schönen Mittwochabend. Noch einmal der Hinweis, dass wir morgen ab 19 Uhr auch wieder live online sein werden mit dem Andreas Schiener, der sich viel mit Konfliktmanagement beschäftigt, was in der jetzigen aktuellen Saison bei vielen Vereinen sehr gut Anklang finden wird. Es sind alle Videos und Talks auf Facebook und auf YouTube zum Nachsehen. Lass uns noch ein Gefällt mir da und teil bitte fleißig unsere Beiträge, also gerade solche Beiträge wie heute, die ja doch einen gewissen exklusiven Status haben. Das wäre natürlich toll, wenn ihr uns da helfen würdet, diese weiter zu verbreiten. Ja, dann möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich beim Thomas bedanken, dass er der Einladung gefolgt ist. Auch noch einmal ein Danke an die Maria, dass sie da den Hinweis gegeben hat, dass wir da einen interessanten Mann einladen können. Deswegen noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir eben die Zeit genommen hast und der Einladung gefolgt bist. Es war sehr, sehr interessant. Wirklich eine Nische im Fußball gefunden, die noch wenig durchleuchtet ist. Das macht es für viele dann noch umso interessanter. Und ja, ich freue mich natürlich auch schon, wenn wir wieder mehr von dir sehen und hören dürfen. Und ja, übergebe dir für die Abschlussworte. Ja, ich will nur sagen, dass natürlich, wenn ihr als Trainer die Spieler fragt, wolltest du lieber mit deinen Füßen spielen oder mit deinen Händen werfen, dann sagen sie alle mit den Füßen spielen. Aber Einwürfen ist so, so ganz wichtig. So, es ist so wichtig, dass ihr etwas mit ihren Einwürfen machen, weil es ist wieder 40 bis 60 Einwürfe pro Spiel. So, ich hoffe nur, dass ich auch in der Zukunft ihr inspirieren kann mit Einwurf Motivation, so ihr auch ihr Team verbessern kann. So, danke und ich wünsche ihr alle einen schönen Abend. Danke. Dankeschön. Schönen Tschüss. Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao.